Luciano. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr alle unter dem letzten Post von Luciano mich so viel markiert habt. Wir müssen weiter Randy markieren unter den Kommentaren und immer meine Kommentare liken unter seinen Bildern. Wir werden 2023 mit Luciano einen Vlog drehen. Ist mir egal, wie das möglich wird. Es wird passieren. Es muss passieren. Manifestieren, analysieren, quantisieren. Viel Spaß jetzt im Video. Kuss geht raus an euch alle. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen. Aladdin, Bruder. My man, Randy. Was geht? Alles fit? Alles gut, Bruder. Schön, dich zu sehen. Freut mich auch. Ja, Aladdin hat mir einen Burger rausgesucht. Burger? Burger. Was für ein Burger? Vegan Burger. Vegan Burger. Ich finde das so nice, wie du die Kamera hältst. Du hältst es so. Ja, Bruder. Wir wissen alle, Burger sind Burger und wir wissen auch, was der Grundsatz von einem Burger ist. Bruh. Warst du schon mal vegan oder ist das so... Dass ich vegan war? Hat dich das nie interessiert? So ehrlich kurz vegan zu sagen, hat mich noch nie interessiert. Auch nicht so vor so getan, als wärst du so kurz vegan. Doch, doch. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß in diesem Video. Wir schauen heute zu Flip in Dip, richtig? Genau, Flip in Dip. Ja. Was ist die unangenehmste Frage, die du so jemandem stellen kannst, der im Comedy-Bereich arbeitet? Wenn jemand kommt und sagt, hey, erzähl mal einen Witz, oder? Ja, das ist aber das nicht mehr so schlimm. Nicht mehr? Ja. Also hast du immer so dran drei übrig, die du raushauen kannst? Oder sagst du nein, dann so, nur wenn der Typ mir sehr sympathisch ist oder wenn die richtig geil ist. Warst du mal Flyer als Kind? Nee, war ich nicht. Hast du noch nie so einen Flyer-Job angenommen? Nee, ich habe auch noch nie Zeitung ausgetragen, Bro. Flip and Dip, vegane Burger. Debüt auf meinem Kanal auf jeden Fall. Ich sag so, wie es ist. Ich gehe neutral rein. Wir schauen, wie lecker sie sind. Wir bewerten sie aber auch als vegane Burger. Guten Abend. Servus, Bro. Alles fit? Bestens. Randy, freut mich. Matt, hallo. Freut mich. Mich auch. Bro, nice, dass ihr in Bagdad wart. Wir sind ja alle Irakis, Bagdad-Kinder. Ja, könnt ihr stolz sein. Sehr schön dort. Kann ich sagen, so wie liebe Menschen, so wie ihr berichtet habt. Vegane Burger oder komplett alles vegan? Alles vegan. Alles vegan. Nichts Tierisches hier. Was macht ihr alles? Ihr macht Shakes, ihr macht Burger? Genau, wir machen Shakes, wir machen Sides, wir haben die besten Chicken Nuggets, wir haben den besten Chicken. Ich will nicht angeben, aber es ist wirklich so, dass unser Ziel war, die besten, leckersten veganen Burger zu machen. Ich bin ehrlich, ich habe bis jetzt so ein, zwei Burger gegessen, die vegan sind, vom Burger King. Bei euch hat es ja auch so begonnen, dass ihr selber, weil ihr euch vegan ernährt habt, gab es einfach irgendwo so Fast Food, was komplett vegan ist. Es ist sehr sättigend. Die Pommes sind ja normal Pommes, aber es sind sehr crunchy. Wir haben so Scheiben, die halt wirklich sehr lecker sind. Ich würde da die Chicken Nuggets und die Homestyle Fries machen. Aus was sind die Chicken Nuggets? Aus Kohl? Aus Weizen. Meiner Meinung nach kommen die halt den McDonald's echten Chicken Nuggets schon urnah. Und unser Ziel war immer, dass wir halt gut essen, aber dann haben wir halt festgestellt, es ist eine Nische. Es gibt keinen veganen geilen Burger hier in Wien. Zum Beispiel, wenn man vegane Wurst holt, okay, die schmeckt einfach auch wie vegane Wurst. Ja. Wenn ich vegane Wurst will, will ich, dass es schmeckt wie Wurst. Würdest du sagen, eure Burger haben so diesen satisfying Effekt wie ein richtiger Burger. Schon eigentlich. Ja? Randy, freut mich. Oh, hallo. Es gibt Classic Burger, Flippin' Dip Burger. Flippin' Dip Burger soll auch wirklich ein Burger sein, den du so in Europa nicht finden kannst. Crispy Chicken Burger and Pulled Barbecue. Beyond Patties auf jeden Fall. Ihr smasht die einfach selber, oder? Genau. Okay. Ein bisschen halt. Wisst ihr, nicht so richtig platt wie die typischen Smash-Burger, die dann wirklich so zu dünn sind. 3, 4, 5 mm sind oder sowas. Also der Duft ist, ich finde den Duft eigentlich ziemlich angenehm, muss ich sagen. So nach so einer Schicht als Koch hier hast du halt nicht diesen, du riechst nicht so unangenehm, wenn du nach Hause kommst. Was kommt alles auf den Classic drauf? Die Classic-Soße. Ja. Dann kriegt er so einen Lolo Biondo Salat. Lolo Biondo Salat? Genau, das ist so eine Salatsorte. Aus Afrika? Lolo Biondo? Nein, ich glaube italienisch oder sowas. Okay, also. Machst du mir eine Buga mit dieser Lolo Biondo? Dann klassisch Tomaten, Gurken, also Pickles und rote Zwiebeln. Mhm. Sind die auch vegan? Alles vegan. So, der ist schon fertig. Goddamn, boah. Hier fehlt so eine Klingel aber, Leute. Bei jedem Burger gibt es so eine. Nein, wir haben so Vibrato, so ein Mini-Vibrato habt ihr, oder? Pager. Ja, ja. Pager. Vibrato, ey. Sieht gut aus auf jeden Fall. Was ist hier drin? Dreierlei Zwiebel. Dreierlei Zwiebel? Keine Rundzwiebel, sondern Onion Ring, Röstzwiebel und Schmorzwiebel, also karamellisierte Zwiebel. Aha. Und eine Gochujang süß-sauer, also süß-scharfe Soße auf Mayo-Basis. Beim Flip-and-Dip-Burger.
bei dem Chicken Burger und bei dem anderen Burger sieht man auf keinen Fall auf den ersten Blick irgendwie vegan oder irgendwas so. Die Buns sehen eigentlich, muss ich sagen, verhältnismäßig ein bisschen zu gut aus, dass die vegan sind. Ja, wir müssen jetzt einfach mal an den Tisch und mal da reinbeißen und probieren. Die Buns, das ist 2 Monate Arbeit mit einem Bäckermeister, dass die perfekt sind und vegan sind, dass Brioche sind und vegan sind, ohne Milch, ohne Eier. Du wirst es dann merken. Sind die schon weich, wenn ihr die einfach nur so habt, oder müssen die kurz auf den Grill? Kurz auf den Grill, ja. Damit das innen auch diese leicht getoastete Schicht ist, damit die Soße und das Ganze nicht komplett nicht durchgeht. Reinzieht. Das ist dann ein bisschen dieses... Yeah, yeah. Okay, geil. Boah, danke, gell? Ja, bitte sehr. Arbeitest du hier? Ja. Du bist selber, bist du vegan? Sonst Familie, alles gut. Wenn ich so Dates habe, dann bin ich schon so kurz vegan. Ich bin ein veganer Kanaka, weißt du? Und dann kommt es auch voll gut rüber, weil es so ein USP hat einfach. Als nächstes gehe ich auf ein Date mit einer Veganerin einfach mal. Einfach mal probieren. Ja, voll. Ich sag so, Bruder, ich bin immer noch skeptisch. Der muss mich jetzt umhauen. Das Bun ist auf jeden Fall super weich, super angetoastet, feier ich. Fühlt sich auch aktuell an, einfach nur um das so zu vergleichen ein bisschen. Fühlt sich an, als hätte ich einen Fleischburger in der Hand. Das ist schon crazy, ja. Es schmeckt trotzdem sehr nach Fleisch, ehrlich, real talk. Ja. Und nicht nach nachgeahmtem Fleisch. Ich weiß nicht, ob ich es bemerken würde. Wenn du Fleisch, sagen wir mal, so hart verschierst, oder verschierst, verschiert, oder? Ja, verschiert. Dann schmeckt es auch so. Ja. Aber ich glaube, jeder muss sich da selber... Ja, der Cheese geht ein bisschen unter, so würde ich sagen. Aber ansonsten, alles andere da drin, gibt schon böses Burger-Feeling, sehr crazy. Ich kann mir voll vorstellen, wie man hier so ein Date hat, sei mal ehrlich. Du musst ein bisschen leiser reden, damit ich irgendwie andere. Ich sag doch auch immer, das war so mein Konzept und so. Aber ich sag nichts, es ist Familie, weißt du? Wir geben nicht mal was. Ja, ich muss halt zahlen, noch immer. Ich würde mal sagen, taste mal nur. Nur das Chicken? Ja, Bro. Panade ist halt besonders gut. Panade haben sie auseinandergenommen. Ja. Beim Chicken könnte man sagen, dass man es merkt. Mhm. Aber es kommt sehr, sehr nah dran. Ja. Aber da hat mich jetzt einfach nur das hier ein bisschen mehr überzeugt. Das ist halt diese Cornflakes-Panade, gell? Yeah, yeah. Oh, da haben wir auch noch Nuggets. Oh, die sehen schon sehr nach Dings aus. Nach McDonald's. Mhm. Boah, aber vegane Mayo ist nicht meins. Vegane Mayo schmeckt immer ein bisschen nach Karton. Chicken Burger, kritische Sache, könnte aber gut sein. Ja, beim Chicken Burger merkt man schon das. Ja. Da finde ich, dass man es merkt, aber ist auch nicht schlimm. Obwohl Chicken eigentlich, muss ich sagen, so von meinem Gefühl her, das Fleisch ist, was eigentlich leichter sein müsste nachzuahmen, oder? Es gibt halt so viele Varianten, wie du halt die vegane Version machen kannst. Aber es kommt halt extrem nah. Leute, die vegan sind, die haben auch teilweise schon vergessen, wie die Chicken halt richtig schmeckt. Was, ne? Als allererst mal dieser Beef Burger, den kann man absolut essen und man kriegt auch ein Burger-Feeling. Das Brot ist das beste vegane Brot, das ich gegessen habe. Das steht fest auf einem Burger. Würde mich jetzt nicht stören, wenn ich sage, okay, ich möchte kein veganes Fleisch, dass man mir aber veganes Brot drauf macht. Ist schon mal ein Weg in eine gute Richtung. Die Pommes schon geballert. Ja, ja, die sind gut. Aber sind halt Kartoffeln. Pommes, ja. Sind ja vegan. Aber da kann man auch viel falsch machen. Man kann sie in Rinderfett braten. Also der Chef meinte, das ist der Burger überhaupt bei dem. Das ist nicht mein Geschmack. Aber ein bisschen scharf ist er, oder? Ja, wegen der Gochujang-Soße. Ich mag die Schärfe. Nur das Bun ist einfach nicht meins. Brioche-Bun, der nur in die Lauge eingetunkt wird. Das heißt, die Schicht außen. Genau, kriegt diese Farbe und wird ein bisschen fester. Ja. Und mit der Rasierklinge wird noch ein Kreuzschlitz gemacht, dass das schön aufgeht, wie diese ganzen klassischen amerikanischen Burger-Buns. Also bei dem Cheeseburger, muss ich sagen, merkt man auch nicht, dass es ein veganer Burger ist. Das habt ihr verrückt gemacht. Aber mein Favorite ist auf jeden Fall der Classic-Burger, muss ich sagen. Dicker Kuss geht raus an Aladdin. Danke. Er hat mir einen sehr, sehr geilen Burger empfohlen. Ja, es ist ein absolut krasser Burger. Probiert ihn gerne mal selber aus, schaut dort auf jeden Fall vorbei. Probiert meiner Meinung nach den Classic Burger. Dein Favorite ist der Flippin' Dip, gell? Flippin' Dip, genau. Probiert die, schreibt unten in die Kommentare am besten, welcher euch besser schmeckt. Und natürlich wichtig auch, ich feiere Aladdin schon, bevor ich ihn kennengelernt habe. Deswegen, ich werde auch alles unten verlinken so. Schaut es euch selber an, wenn es euch gefällt. Lasst ein Like da, folgt, wie auch immer. Und ja, Leute, danke fürs Einschalten. Kuss geht raus an Flip and Dip und bis zum nächsten Mal. Pisa A-Time. Maria, Maria. Okay, ist gut.
Ja. Wer ist schöner aber? Schon ich. Beide. Also mich extra beide geschminkt heute. Beide, ja. Habe ich ihn, ja. Für das Video extra geschminkt. Sehr schön. Okay, wir können essen.